Immer mehr Depressionen, immer mehr Krankheitsbilder, immer mehr Menschen, die vereinsamen, immer weniger Beziehungen, die wirklich was taugen und die wirklich auch mal, ja, die Prüfung der Zeit bestehen. Und immer mehr Menschen, die das Gefühl haben, irgendwie sind sie die ganze Zeit, ja, wie passiv, als wenn ihr Leben an ihnen vorbeizieht und sie ja nicht richtig leben. Woran liegt das? Darüber reden wir heute in diesem Video hier. Herzlich willkommen auf dem Kanal Bewusstseins-Rock'n'Roll. Es ist ja eigentlich paradox, wir selber haben so viel Freiheiten wie nie zuvor. Und auch wenn immer mehr eingeschränkt wird, gerade in Deutschland, ist es so, dass wir und gerade meine Generation, ich bin jetzt 25, und wenn ihr zuschaut und vielleicht noch jünger seid, habt ihr es auch nicht anders erlebt, so viele Möglichkeiten haben wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Wir haben auch einen gewissen Wohlstand, ja, wir müssen, jedenfalls die meisten von uns, sich nicht darum kümmern, dass wir irgendwie was zu essen bekommen, weil das alles gesichert ist. Gleichzeitig, wir können reisen, wohin wir wollen, theoretisch. Wir haben das Internet, wir haben unsere Freunde, auch wenn die irgendwo im Ausland sind, eigentlich nah bei uns durch das Internet. Also eigentlich ist die Ausgangslage rational betrachtet ja absolut top. Und dennoch sind immer mehr Menschen krank, fühlen sich schlapp, sind durchgehend mit dem Leben im Unreinen und fühlen sich selber auch nicht wohl in ihrem Körper und in ihrer Haut. Und das liegt vor allem daran, dass wir uns selbst jeden Tag auf verschiedene Art und Weisen vergiften, ohne dass die meisten das überhaupt registrieren. Und deshalb geht es hier darum, heute Bewusstsein zu schaffen, denn wenn du dieses Video durchgeschaut hast, dann kennst du auch die Lösungen, um deine Probleme anzugehen und zu ändern. Um dein Leben so zu ändern, dass du selber wieder die Kontrolle erlangst und selber ein glückliches und zufriedenes Leben erschaffen kannst. Und das Hauptproblem hat mit dem Stoff Dopamin zu tun. Dopamin, ein körpereigener Stoff, der produziert wird und der hauptsächlich dieses Glücksgefühl von der Belohnung auslöst. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Dopamin-Junkies ist eigentlich der Begriff, den man zu unserer Welt aktuell sagen kann. Gerade zu uns jungen Generationen. Wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass dein Körper andauernd nach der nächsten Belohnung geiert. Die ganze Zeit jetzt darum, Mensch, wo kann ich denn das nächste große Abenteuer erleben für den Körper innerlich? Die ganze Zeit jetzt darum, wo kriege ich den nächsten Kick her? Und am besten immer noch schneller, weil der Körper, der ist nie zufrieden an der Stelle. Das Gehirn will immer noch schneller das nächste große Ding und es muss immer noch krasser sein, damit überhaupt noch dieser Kick ausgelöst wird. Und wir schauen uns jetzt mal an, welche Arten es sind, die uns alle so kaputt machen. Und die wir schleunigst abstellen sollten, wenn wir unser Leben rausziehen wollen aus dieser gesellschaftlichen Depression. Und der erste Bereich sind Pornos und die gesamte Sexualisierung in unserer Gesellschaft. Ich bin auch kein Kind von Traurigkeit und ich bin auch niemand, der da irgendwie prüde unterwegs ist. Aber Fakt ist, durch diesen extremen Pornokonsum, den wir schon in ganz jungem Alter haben, ja, und das war auch bei mir so und die meisten Jungs gerade, die zuschauen, die werden das definitiv bestätigen können. Die meisten fangen so mit 11, 12 Jahren an, irgendwie mit Pornos in Berührung zu kommen. Heute so ja noch früher teilweise. Und ab da ist es eigentlich so ein steter Begleiter im Leben bei den meisten von uns. Und das ist ein Riesenproblem, denn durch diese extreme, ja, durch dieses extreme Auslösen des Belohnungssystems sind wir A, die ganze Zeit auf einem ganz niedrigen Energieniveau. Ich habe da drin auch in meinem ersten Buch Mind Revolution schon ausführlich drüber geschrieben und sehr intim die ganze Sache aufgearbeitet, weil es ist wichtig, dass wir darüber sprechen und das nicht als so ein Tabuthema mal wegschieben. Und wir sind auf diesem niedrigen Energielevel dann, auch alleine schon durch die ganzen, ja, Samenverlust letztendlich. Wird ja in der heutigen Welt immer so getan, als wäre das alles nichts Besonderes mehr. Aber jedes Mal, wenn du letztendlich einen Samenerguss hast als Mann, ist deine Energie weg. Jeder kennt auch diese Tief danach. So, also du bist die ganze Zeit auf einem niedrigen Energielevel. Du hast die ganze Zeit dein Gehirn signalisiert. Du hast gefühlt jeden Tag 10 Frauen am Start. Dein Gehirn ist damit zufrieden, will zwar immer noch den krasseren Kick, deshalb werden auch die Pornos und alles, was du dir anguckst, dann immer krasser. Ja, die meisten Leute kennen das, 7 Tabs nebeneinander offen, weil man schon im Vorfeld eine halbe Stunde sucht, um überhaupt den richtigen Film zu finden. Das ist nämlich genau das gleiche Prinzip, was auch in Werbung und überall, wie wir gleich sehen werden, angewandt wird. Und das lässt sich extrem abstumpfen, sodass du auch eine normale Frau mit ihrer Schönheit überhaupt ja nicht mehr richtig erkennen kannst und auch die normale Schönheit, die in genereller Sexualität liegt, nicht mehr sehen kannst. Deshalb reduzier die Sache. Pures Gift für die Hirn, pures Gift für deine Sexualität und pures Gift für deine Ausstrahlung auf die ganze Welt. Und dazu gehören aber nicht nur Pornos und das gilt auch nicht nur für Männer im Übrigen, denn diese Sexualisierung, die zieht sich ja überall durch. Du kannst ja heutzutage nicht irgendwie den Fernseher anmachen. Ich würde eher empfehlen, keinen zu haben. Aber selbst wenn du irgendwo reinschaltest, mittags ins Mittagsmagazin oder so, wirst du ja die ganze Zeit mit Titten und Ärschen belagert. Du hast ja keine Chance mehr, irgendwie dem aus dem Weg zu gehen.
Die Werbung, jede Werbung ist voll mit irgendwelchen sexuellen Inhalten. Und dass das auch bei den Kindern jetzt schon angesetzt wird mit Frühsexualisierung und so, ist ein Thema für sich. Aber wir werden damit quasi bombardiert, dass wir die ganze Zeit gereizt sind, die ganze Zeit unser quasi Reptilienhirn auf Volltouren läuft, weil er die ganze Zeit diese Reize bekommt und immer noch mehr haben will. Instagram, Social Media, auch so ein Riesenthema dahingehend. Wenn du bei Instagram auf deiner Startseite nur irgendwelche Typen mit Sixpack oder als Typ irgendwelche Mädels siehst, dann der Algorithmus kennt dich, der weiß, wo du raufklickst. Und wir sind da alle einfach gestrickt. Instagram kann man auch einfach mal deaktivieren, einfach mal 2 Wochen lang löschen. Oder ich persönlich habe es zum Beispiel nur ab und an für Anfragen beantworten, am PC nur offen und auf dem Handy ja nicht mehr installiert. Findet da euren Weg, dem aus dem Weg zu gehen, das zu reduzieren, dass ihr euch mal wieder neutralisiert und dass ihr dann die Schönheit überhaupt in euch und in den anderen Dingen und auch in sexuellen Kontakten und auch in Sex selbst überhaupt mal wieder sehen könnt. Weil wir leben in einer Zeit, dazu kommt so nochmal ein extra Video demnächst, in der so viel Sex und so viel offener und freier Sex und so viel Praktiken wie nie zuvor unterwegs sind, aber wirklich guter Sex, wo Menschen sich erfüllt fühlen danach, sich beseelt fühlen, miteinander in einen guten Austausch gegangen sind, der ist so reduziert wie nie zuvor. Und da sollten wir vielleicht was dran ändern. Der nächste Faktor, der diese Dopamin-Junkie-Dasein letztendlich begründet, sind Drogen. Ja, Koks ist ein Riesenthema, gerade für Leute, die aus Berlin kommen, die wissen, das Ding ist eigentlich wie Rauchen mittlerweile. Und was dann passiert, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber Koks ist auch was, was dich aus deiner emotionalen Bedrücktheit rausholt für einen Augenblick und dich auch abstumpfen lässt. Es sind alles Kompensationsmechanismen, jede Sucht letztendlich. Koks auch so was, wo das Dopamin dann immer wieder getriggert wird. Kiffen, genauso ein Ding, holt dich auch runter von deiner Emotion in so einen, ja, Hängermodus. Letztendlich, Kiffen ist wirklich eine Hängerdroge. Ich weiß, viele werden das anders sehen. Ich will es auch nicht direkt verteufeln und ich will auch keinen Vergleich zu Alkohol jetzt darstellen. Aber ich kann euch sagen, die meisten psychischen Erkrankungen hängen mit Kiffen zusammen. Da müsst ihr nun mal Fachleute in dem Gebiet fragen oder Bücher lesen. Kiffen ist was, was euch, wenn ihr es regelmäßig macht, immer runterzieht und ihr werdet nicht viel erreichen, wenn ihr die ganze Zeit am Gras hängt. Und da kann man sich auch mal fragen, warum wird die Sache jetzt legalisiert nach und nach? Passt irgendwie rein ins Weltbild. Genauso ist es mit anderen Drogen. Lasst die Sache weg. Oder wenn ihr süchtig seid, das kann jedem passieren, geht in Therapie, macht was. Aktiv. Ihr müsst euer Dopaminlevel wieder neutralisieren, damit ihr die Schönheit und die schönen kleinen Dinge des Lebens wieder genießen könnt. Anders werdet ihr nicht rauskommen aus diesem Loch. Und auch LSD oder Ayahuasca, was dann gerade so in dieser Szene der spirituellen Menschen oft verbreitet ist, ist nicht besser. Wenn du mal geführt, vorbereitet einen LSD-Trip machen willst, mach dein Ding, wenn du alt genug bist. Informier dich vorher, ob es für dich geeignet ist, ob du da auch wirklich sozusagen die Stabilität innerlich für hast. Aber wenn du zum Beispiel jede Woche 3 Trips machst, dann bist du genauso süchtig bzw. in der Abhängigkeit emotional wie bei anderen Drogen. Ja, und selbst wenn du dann eine Gotterfahrung oder was auch immer hast, wenn du die immer wieder brauchst, dann hast du nichts verstanden, dann bist du abhängig von der Droge und nutzt sie nicht für deinen Vorteil. Also auch wenn du, sag ich mal, irgendwo in Brasilien im Regenwald sitzt und jede Woche 5-mal Ayahuasca brauchst, damit du klarkommst, dann ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Und dann nimmst du damit auch dein Dopaminlevel die ganze Zeit auseinander und tust dir selber nicht gut. Glücksspiel und alles, was damit verbunden ist, Wetten, so groß wie nie zuvor, überall Werbung im TV. Ja, ich habe auch mit Glücksspiel meine Erfahrungen gemacht. Und das ist auch so ein Thema, was man als Kompensation nutzt. Und das eigentlich auch Social Media und auch diese ganzen sexuellen Dinge funktionieren ja nach dem Glücksspielprinzip, dass du nicht weißt, wann kommt die Belohnung, aber irgendwann kommt sie und du weißt doch nicht, wie hoch sie ist. Und das macht diese Spannung aus. Das zieht dein Dopamin die ganze Zeit so hoch. Und deshalb wartest du immer auf den nächsten Kick und der muss umso schneller kommen. Auch deshalb brechen diese Dinge überall durch die Decke. Irgendwelche Leute machen bei Twitch-Streams, verkaufen ihre Seele für 2, 3 Millionen Euro, bringen damit Leute in die Abhängigkeit. Jeder muss wissen, was er macht. Ich kann nur sagen, auch das ist ein Bereich, wo ganz viele Leute dranhängen und wo es schleunigst Zeit ist, die Sache anzugehen und zu beenden. Der nächste Punkt ist Social Media generell. Ja, jeder kennt das, ich selber auch, wenn du bei Instagram, als ich es noch auf meinem Handy installiert hatte, einfach nur mal kurz reingehst und dann auf einmal ist eine halbe Stunde weg. Und du hast eigentlich nur Müll gesehen, irgendwelche Memes, wo du vielleicht mal gelacht hast, okay, aber ansonsten von deinen Freunden, wie das Essen aussah oder irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche random Fakten, die kein Schwein braucht. Zeitvergeudung. Ja, wärst du in der Zeit eine Runde spazieren gegangen, wäre dir besser gegangen danach. So, und du hast es bei all diesen Social Media Aspekten, dass du immer auf den neuesten Kick wartest und in diesen Moment kommst, dass du denkst, du verpasst was, wenn du nicht reinguckst.
Wenn du Instagram aktiv nutzt, zum Beispiel, oder auch Snapchat oder TikTok oder solche Sachen, deinstallier das mal und erwisch dich selber mal dabei, wie oft du dein Handy rausnimmst und die App anmachen willst, da wo sie vorher war. Wo jetzt der leere Platz ist, weil du sie deinstalliert hast. Es ist Wahnsinn, wie oft wir automatisiert in Lücken, wo sozusagen Stille einkehrt bei uns mal im Alltag, sofort zum Handy greifen und das kompensieren wollen. Weil der Dopaminlevel dreht durch. Du bist die ganze Zeit nur noch gelangweilt, weil es passiert ja nichts. Du musst ja immer den nächsten Kick haben. Das Gleiche ist es mit Nachrichten. Auch die Leute, die Telegram nutzen, die hier gerade zuschauen und Co. Ja, wo ihr euch Nachrichten zuführt, ob ihr jetzt irgendwie Mainstream-Medien guckt oder Alternative, was auch immer. Auch bei Nachrichten ist es so, immer der nächste Kick, ich will informiert sein, ich muss wissen, was ist passiert in der Welt, was ist passiert. Hat das mit deinem Leben irgendwas zu tun? Meistens nicht. Es geht einfach nur darum, dass du dich selber verarscht eigentlich. Weil du willst einfach nur dein Dopamin oben halten, du willst einfach nur den nächsten Kick. Und so, da die meisten von uns in mehreren dieser Facetten drin sind, und ich selber war da auch drin, deshalb nehmen wir uns komplett auseinander. Ihr müsst mal überlegen, was ihr mit euch macht, mit eurem Kopf, mit eurem ganzen emotionalen Zentrum. Ihr seid durchgehend wie so ein Junkie, der von allen Seiten alles greift, was irgendwie möglich ist, nur damit keine Stille aufkommt. Und das ist der traurige Teil daran, weshalb auch so viel schief geht in der Gesellschaft, weil niemand mehr sich traut, in die Stille zu gehen. Weil in der Stille kommt dann alles hoch, was man gerne unterdrückt. Da fällt dann die eigene Fassade, die man sich so nett aufgebaut hat mit Social Media und allem drum und dran, zusammen. Und da kommen dann die Themen hoch, die wirklich wichtig sind. Und ich möchte dich ermutigen, ja, wie alt du bist, geh in diese Stille öfter mal, lass es hochkommen und stell dich deinen Problemen, deinen Ängsten, deinen Sorgen. Weil nur dadurch wirst du es lösen, nur dadurch wirst du wieder Glück und Zufriedenheit empfinden können. Und der letzte Punkt, den ich da auch noch mit erwähnen möchte, ist Essen. Die ganze Süßkramszeug, auch die ganzen Ersatzprodukte mittlerweile, gerade in dieser Fitnessszene. So viel Scheiße, die da auch verkauft wird, die völlig eigentlich nur Abzocke ist, die überhaupt keinen wissenschaftlichen Nutzen hat und auch für den Menschen selber ja keinen Nutzen. Gerade die ganze Süßstoffthematik. Informiert euch da selber. Ich kann nur sagen, wenn man durch so einen Supermarkt läuft, sind 90% der Produkte Müll. Ja, und ich selber bin da auch noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich ernähre mich perfekt. Weit entfernt davon. Aber ich habe zumindest schon mal verstanden, welche Sachen mich selber auch krank machen. Ja, und dass man sie dann noch abstellt, ist nochmal der andere Faktor. Ja, das ist dann Theorie und Praxis. Aber bekommt auch da ein Bewusstsein. Auch da nutzen wir vieles, um zu kompensieren. Um durch den nächsten süßen Keks oder die nächste Packung Chips wieder Dopamin auszulösen. Neutralisiert das. Das ist wie ein Entzug. Ja, also wenn ihr dann jetzt diese Sachen weglasst alle, dann wundert euch nicht, wenn ihr extrem müde seid die nächsten Tage, wenn ihr Konzentrationsschwierigkeiten habt. Auch dazu kommt nochmal ein Video, wie das uns auseinandernimmt mit unserer Aufmerksamkeitsspanne. Wenn ihr das macht, ist das normal, das ist wie ein Entzug. Wir sind alle süchtig, wir sind alle Junkies in dieser Hinsicht. Und wenn ihr dieses Video seht und schon etwas fortgeschritten im Alter seid, dann schickt es gerne mal an eure Kinder weiter. Oder an eure Enkel vielleicht sogar. Denn gerade die jungen Leute müssen das verstehen. So viele Menschen, die jung sind, die in meinem Alter sind, hängen durch, haben Depressionen, kommen nicht klar. Und vieles hängt auch damit zusammen, wie wir unseren Alltag bestreiten. Und niemand hat uns das erklärt. Niemand bringt uns das bei. Wir werden ja reingezogen, im kleinsten Alter mittlerweile schon in diese Welt. Und deshalb ist es unheimlich wichtig. Und ich, ja, fordere euch wirklich auf, teilt das mit Leuten, die das mal brauchen. Und damit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg auf eurer Reise. Lasst diesen ganzen Bullshit weg. Kommt wieder zu euch selbst, entdeckt euch selbst, entdeckt andere Menschen echt, nicht nur diese Fassade, diese ganze Müll, diese ganze Oberflächliche, was wir hier sehen. Und denkt bei all dem immer daran, Bewusstsein schafft Freiheit. Danke sehr.